AfD-Politiker Björn Höcke wurde vom Landgericht Halle verurteilt, weil er in einer Rede einen Essers Brötchen benutzt hatte. Die Rede hielt er 2021 in Merseburg. Die Strafe belief sich auf 13.000 Euro. Geregelt ist die Strafbarkeit in § 86a Strafgesetzbuch. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten gefordert. Höcke legte Revision ein, womit der Fall zum Bundesgerichtshof übertragen wird. Bei einer Revision wird aber keine neue Beweisaufnahme durchgeführt, sondern die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, wäre Höcke vorbestraft. Das Gericht sagte, das Gericht muss sich alles anhören, aber nicht alles glauben. Sie sind ein redegewandter, intelligenter Mann, der weiß, was er sagt. Höcke hatte als Geschichtslehrer behauptet, er wisse gar nicht, was dieser Spruch bedeute. Ein Geschichtslehrer, der gerade auch die Thematik des Zweiten Weltkriegs behandeln muss, müsse das angeblich nicht wissen. Die Staatsanwaltschaft warf Höcke vor, mit Reden wie dieser Nazi-Begriffe aus der Tabuzone zu holen. Der Thüringer Landesverband der AfD wird seit 2021 als erwiesen rechtsextrem eingestuft. In einem Buch von Höcke aus dem Jahr 2018 forderte er selbst, die Grenze des Sagbaren immer wieder mit kleinen Vorstößen zu verschieben. Für den Staatsanwalt war die Rede 2021 ein Beispiel dafür. Im Prozess inszenierte sich Höcke als politisch Verfolgter, als Opfer. Er werde von etablierten Medien gemobbt. Er habe nichts mit dem Nationalsozialismus am Hut. Die Verteidiger von Höcke beschuldigten den Staat, ein faires Verfahren sei nicht gewährleistet. Man müsse die Verhandlung auf Tonband aufnehmen. So wie es aussieht, wird Höcke bald wieder vor Gericht stehen. Im Dezember 2023 hätte er dieselbe Parole bei einer Rede verwendet. Er habe den gesamten Saal von 350 Besuchern den Spruch laut aufsagen lassen. Höcke meinte, für den Prozess gleich 3 Verteidiger zu benötigen. Dabei ist unklar, wer das alles bezahlen soll. Der Stundensatz eines Verteidigers liegt in Sachsen bei etwa 250 Euro. Höckes Einkünfte liegen bei rund 9.000 Euro im Monat. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung warb Höcke um Spenden, weil er vom Staat bestraft worden sei. Der Weg durch die Instanzen kostet viel Geld. Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung. Jeder Euro hilft. Spenden könnten Menschen über ein Konto bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und PayPal. Das Urteil diene einem politischen Zweck. Indes fordern inzwischen selbst AfD-Mitglieder aus Thüringen, Höcke aus der Partei zu entfernen. Grund waren anders gelabelte Plakatwerbungen.